Wicke zwischendrin. Ihr kennt sicher noch mein, wo auch immer es sich gerade versteckt, Decktelefon, was ich vor einiger Zeit mal gemacht hatte. Nehmen wir das hier. Siemens-Gedönses, hinten einen Akku reingemacht und so ein Ladebuchse zum Laden. Das ist soweit okay. Allerdings hatte ich hier teilweise Probleme mit dem Display und so. Also, ich habe noch ein zweites gefunden. Das ist das hier. Das ist das Binatone Big Button Combo 2. Kürzt mal besser nicht ab. Wie auch immer, hier war eine hier waren zwei Nickel-Metallhydrid-Zellen drin. Schöner Stecker. Stecker habe ich noch einen. Lithiumzelle, das ist die Ultra-Klein-Variante. Aber bauen wir das mal so zusammen. Mal gucken, wie lang es hält. Im Zweifelsfall kann ich es ja dann, wenn ich hier den USB-Port habe, das Ganze mit so einer Powerbank betreiben. Dazu bauen wir uns erstmal hier unser Akku-Gedönses. Das heißt also Battery minus, Battery plus hier an so ein Protected-Ding, weil ich weiß nicht, hier ist zwar irgendwie was drüber, aber ob da jetzt eine wirkliche Schutzbeschaltung drin ist, ich möchte es nicht ausprobieren. Und naja, der hier schaltet im Zweifelsfall dann früh genug ab. Außerdem brauche ich ja eh hier so ein Board, um die Ladeelektronik hinzukriegen. Was ich gleich noch gucken muss, ist der Ladestrom. Standardmäßig stehen hier die Module auf 1 Ampere. 1 Ampere kommt mir jetzt ein bisschen hoch vor für die Zellgröße, die ich hier gefunden habe. Ich kann sicher auch eine größere Zelle finden, aber die ist gerade mir in die Hand gefallen und vor allen Dingen, sie passt auch ins Telefon rein. Da spare ich mir dann auch noch aufwendige Umbauten. Kann es einfach hinten reinlegen, Deckel drauf und passt schon. Vor allen Dingen dürfte gleichzeitig auch noch das, die Ladeelektronik da reinpassen. Okay, sieht gut aus. Dann machen wir direkt hier diesen Stecker auch mit da dran. Das ist der passende für diesen Ladeanschluss. Generell sollte man das natürlich nicht machen, hatte ich glaube ich auch schon beim anderen gesagt, weil die Elektronik im Telefon ist für 3 Volt ausgelegt oder ja, was hat eine volle Zelle, ein IMH? 2,4, zwei Stück haben glaube ich 2,4 Volt. Wir gehen jetzt mit 4,2 Volt da rein. Das ist ja etwas leicht außerhalb der Spezifikation. Aber andererseits, ich meine mich zu entsinnen, dass NiMH-Zellen auch zeitweise mindestens im Ladegerät mit höheren Spannungen als diese 2, irgendwas geladen wurden. Da ist dann der Abstand nicht mehr so groß. Und ich gehe mal davon aus, dass die Dinger ohnehin irgendeine Art von Ladeelektronik oder, ja nicht Ladeelektronik, von Spannungsregelelektronik drin haben. Dann sollte das kein Problem sein. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Was ich auf jeden Fall, wie gesagt, diesen, das müsste der Kleine hier sein, der den Strom einstellt. Da müsste ich jetzt mal gerade gucken. Das hier ist ein 122. Wo haben wir denn das Datenblatt von dem Chip, um zu gucken, was wir brauchen? Okay, also 122 sind 1,2 Kiloohm, das entspricht 1 Ampere. Was mute mit dem hier zu? Ja, gute Frage, was ist denn das? 300 Milliampere? 300 mA wäre ein 4 Kiloohm. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwas so um den Bereich 4, 5 Kiloohm habe. Dann löten wir den gerade um. Was ist das? 0804? Ja, müsste 0804 sein. Also, gucken wir mal im guten, wichtigen Samplebook. Da haben wir alles drin. 47K, nein. Das ist aber auch 060 irgendwas. Wir wollen 0804, da haben wir es immer hier. 4,7 Kiloohm, das klingt gut. 4,7 Kiloohm, steht jedenfalls drauf. Hoffen wir, dass es auch so ist. Eventuell hätte ich das machen sollen, bevor ich die Zelle dran löte. Mal, jetzt muss ich hier nahe einer Lithiumzelle mit Heißluft rumhantieren. Das ist eventuell keine so intelligente Idee. Aber hey, seit wann kümmern wir uns um Intelligenz? Ich habe die Befürchtung, ja klar. Ich muss eh erst meine Hot Air Station wieder auf vernünftige Temperaturen einstellen. Das ist der Nachteil bei dieser 858. Die ist zwar eine schöne Lötstation, aber sie hat keine Presets. Und wenn man dann wechselt zwischen Schrumpfschlauch und Löten, ja. Yeah. So, besorgen wir uns einfach mal ein bisschen Papier hier, um die Zelle zu schützen. Das sollte wohl irgendwie funktionieren.
Dann schauen wir mal, ob wir das da runtergekratzt bekommen. Da weg. So. Oh, nee, das ist doch 0603. Na, dann wechsle ich doch besser gerade noch meine Dings, die ich im Einsatz habe. Nehmen wir doch die hier. 4,3 Kilo Ohm. Ja, passt auch. Nah genug dran. Und der kommt dafür da rein. Alles wieder vernünftig wegpacken, sonst findet man nichts mehr. Dann etwas schönes Blei hier drauf. Na gut, vielleicht etwas viel. Nochmal kontrollieren. Steht auf dem Widerstand da auch das, was ich sehen möchte? Moment. Falsche Kiste. Da steht 4R3. Das sind 4,3 Ohm, nicht 4,3 Kilo Ohm. Das probieren wir nochmal. Also 4,3K. Hoffentlich. Lasst mal schauen. 432 klingt richtig. Dann nehmen wir doch einen davon. Und den. Dann dahin. So, alles passend umgebaut. Dann machen wir direkt Test am lebenden Objekt. Direkt mit dem Akku dran. Bräuchten wir 5 Volt. Ne? Dann schauen wir direkt mal. Das Ding ist nämlich sowieso so gut wie leer, der Akku. Den hatte ich schon zum Test dran gehabt. Minus an Minus, Plus an Plus. Und 285 Ohm, Milliampere. 285 mA. Das klingt doch richtig. Ich denke, so können wir in Ruhe den Akku hier laden lassen. Das dürfte nicht zu viel sein. Und dann können wir das gleich hier rein verfrachten. Einfach ins Batteriefach reingelegt, Deckel drauf und dann passt das schon. Dann machen wir mal Test, ob es wirklich alles klappt. Der ist jetzt ein bisschen geladen. Das sollte ausreichen, das Ding anzuschalten, hoffe ich. So, Decktelefone ziehen eigentlich nicht so viel. Halt. Wie rum? So rum. Dann den da rein. Okay. Die Batterie sollte hier reinpassen. Die Ladeelektronik oben drüber. Okay, ich höre es schon piepen. Deckel drauf. Halt, das ist der falsche Deckel. Richtigen Deckel drauf vorstellen. Und tada! Das sieht gut aus. So eine Basisstation, das Ding läuft. Ich habe mein mobiles Deck Nummer 2. Jetzt muss es nur noch mit der seltsamen Anlage von Eventphone klappen. Ne?